Wie viel Hektar Wald braucht man, um ein Haus mit Holz zu heizen? Genau die Frage habe ich mir vor fast 10 Jahren auch schon mal gestellt. Da hinten, die Ecke, da war mal 1 oder 2 Hektar Niederwald zum Verkauf, hier direkt in fußläufiger Nähe zu meinem Wohnhaus in Göttingen. Ich habe mir das damals ausgerechnet, ich habe die Rechnung nicht mehr gefunden, aber durch die Zuschauerfrage bin ich dann natürlich wieder total angefixt worden, um das nochmal neu aufzurollen. Und ich gehe mal von einem nachhaltigen Holzertrag aus, der reichen würde. Wie viele Hektar sind das? Und da stehen natürlich ganz viele verschiedene Häuser, die verschieden gedämmt sind. Und auch die Holzheizungen können verschiedene Wirkungsgrade haben. Ich habe euch deshalb in einem Community-Beitrag auf meinem Kanal gefragt, mit wie viel Kilowattstunden Wärme Heizbedarf soll ich denn mal rechnen? Mit 10, 20 oder 30.000? Die Antwort war eindeutig, ich soll für euch mit 20.000 Kilowattstunden Heizbedarf rechnen. Also war die Seite vom Holzbedarf eigentlich relativ einfach. Ich brauche nur noch umrechnen, wie viel Holz ergibt mir 20.000 Kilowattstunden Wärme im Jahr? Und da gibt es zum Beispiel von der FNR diese tolle Broschüre Basisdaten Bioenergie. Da sind Umrechnungstabellen drin und da ist, hab's mir notiert, und da findet man in der Tabelle, eine Tonne lufttrockenes Buchenholz hat einen Wärmeinhalt von 4.243 Kilowattstunden. Und da wir hier ein Gewicht haben, eine Tonne Buchenholz, spielt da also die Dichte nicht mit rein, weil es ist ja schon ein Gewicht, lufttrockene Tonnen. Und der Wärmeinhalt pro Holzart bezogen aufs Gewicht ist fast identisch. Die haben zwar eine unterschiedliche Dichte, da spielt das Volumen rein, aber wenn ich schon beim Gewicht bin, dann ist das pro Holzart fast identisch, also wenige Prozent. Und da das hier sowieso nur eine Überschlagsrechnung ist, spielt das keine Rolle. Also kann ich schon mal den Wert nehmen. Eine Tonne lufttrockenes Holz hat einen Wärmeinhalt von ungefähr 4.300 Kilowattstunden. Ja, und wenn ich den Wert habe, ist es natürlich total simpel, auf 20.000 Kilowattstunden umzurechnen. Das sind dann 4 Tonnen lufttrockenes Holz, die ich benötige. Ich habe da aber noch die Einschränkung gemacht. Ich habe ja einen Wirkungsgrad mit meinem Kessel. Und mein Schaltholzvergaserkessel, den ich zu Hause habe, der hat einen Wirkungsgrad von über 90%. Aber wenn ihr nur einen Einzelofen habt oder so, oder nur einen Kamin, dann ist der Wirkungsgrad natürlich wesentlich geringer. Ich habe aber jetzt gerechnet mit 94% Wirkungsgrad. Zum Beispiel mein Schaltholzvergaserkessel. Und dann brauche ich nicht mehr 4,7 lufttrockenes Holz, sondern 5 Tonnen lufttrockenes Holz. So, und mit diesen 5 Tonnen lufttrockenes Holz, da gehe ich jetzt auf die Forstseite. Und die ist deutlich komplizierter als die Bedarfsseite. Wir müssen jetzt nämlich den Wert herausfinden, wie viel Holzbiomasse wächst in einem Wald pro Hektar und Jahr nachhaltig nach. Und das hängt natürlich an unheimlich vielen Faktoren. Der Standort spielt eine Riesenrolle. Wie viel Wasser ist verfügbar? Welche Baumarten habe ich? Und auch natürlich, in welchem Alter sind diese Baumarten? Weil ein frisch gepflanzter Baum hat natürlich nicht den enormen Biomassezuwachs wie zum Beispiel eine 50 Jahre alte Fichte. Ebenso können trockene Sommer sein und Schädlingsbefall. Und das ist natürlich, da kann man eigentlich, wenn man irgendwen fragt, kann man das überhaupt nicht sagen. Ich habe aber in einer Vorlesung bei einem Förster damals gehört, 5 bis 8 Tonnen nachhaltiger Holzertrag haben wir pro Hektar und pro Jahr. Ich habe das aber in meinen Unterlagen natürlich nirgendwo mehr finden können und es war auch nicht beziffert, ob das jetzt lufttrockene ist oder absolut trockene oder Festmeter oder vielleicht sogar nur Vorratsfestmeter. Und deshalb bin ich hingegangen, habe nochmal recherchiert und ich denke, die beste Quelle, die wir zurzeit haben, ist die Bundeswaldinventur 3, die ist ungefähr 10 Jahre alt. Und die Nummer 4 der Bundeswaldinventur, die ist in Arbeit und die müsste irgendwann rauskommen. Ich bin gespannt, wie viel sich in den letzten 10 Jahren hoffentlich zum Positiven weiter verändert hat. Und da kann man lesen, ich blende euch die Grafik ein, wie unterschiedlich stark unterschiedliche Baumarten einen Zuwachs haben. Also hier der Zuwachs pro Hektar und Jahr. Und die Laubbäume sind etwas niedriger als die Nadelbäume. Die Nadelbäume sind aber nicht so dicht. Also wenn man das wieder auf den Biomassezuwachs in Tonne umrechnet, dann gleicht sich das wieder ein Stück weit an. Und im Fließtext ist auch geschrieben, in den Nachkriegsjahren oder Jahrzehnten wurden besonders viele Fichtenmonokulturen angepflanzt und die sind jetzt in einem Wachstumsalter, was wirklich ideal ist. Deshalb ist die Fichte so weit vorne.
Da haben wir also im Mittel in Deutschland auf allen Waldstandorten ungefähr 10,8 Quadratmeter pro Hektar und Jahr. Und jetzt sind wir wieder bei Quadratmeter Holz, also quasi Festmeter. Und dann ist aber noch die Sache, wir wollen ja nicht alles rausnehmen. Ich habe ja postuliert, dass wir nur den nachhaltigen Holzertrag mitnehmen. Deshalb brauchen wir einen kleinen Anteil Totholz, den wir im Wald lassen. Und da auch in der Bundeswaldinventur kann man lesen, sollten pro Hektar ungefähr 20 Kubikmeter Totholzanteil enthalten sein. Und weil die sich aber nach und nach natürlich immer weiter zersetzen und weniger werden, sollte man pro Jahr ungefähr 1 Kubikmeter Holz belassen, was eben dem Totholzvolumen dann zugutekommt, was natürlich unheimlich gut für die Biodiversität ist, für Spechte, Eulen, Pilze, Käfer, alles Mögliche. Also haben wir nicht einen Holzbiomasseertrag von 10,8 Kubikmeter, sondern nur noch von 9,8 Kubikmeter im Schnitt. Und da müssen wir jetzt mit der Dichte drüber gehen. Und die Dichte ist ja Gramm pro Kubikzentimeter, aber absolut trocken. Ich habe einfach mal Pi mal Daumen, es ist nur eine Überschlagsrechnung, 0,55 Gramm angenommen pro Kubikzentimeter. Ja, und komme dann auf eine absolut trocken, atrotrocken Holzbiomasse, die wir hatten, kommt von 5,4 Tonnen pro Jahr. Und da sind wir schon mal über den 5 Tonnen, die wir eben als Bedarf gerechnet haben, also auf jeden Fall schon mal unter 1 Hektar. Das ist absolut trocken. Wir wollten die 5 Tonnen nur lufttrocken haben. Deshalb habe ich die 5,4 Tonnen nochmal quasi dem Wassergehalt zugeschlagen, mal 1,15, also 15% Wasser. Und dann kam ich auf einen lufttrockenen Holzertrag von 6,2 Tonnen lufttrockener Zuwachs nachhaltig, als wir lassen Totholz im Wald, pro Hektar und Jahr. Und mit dieser Zahl fällt es uns jetzt leicht auszurechnen. Wir brauchen 0,8 Hektar Wald für einen nachhaltigen und dauerhaften Brennholzertrag, um ein Haus mit 20.000 Kilowattstunden Wärmebedarf im Jahr zu beheizen. Also hätte ich damals ein bisschen mehr geboten als die 10.000 Euro, dann wäre ich quasi jetzt schon mit meiner Familie safe. Und ihr wollt bestimmt noch wissen, wie viel Raummeter das sind. Und die 5 Tonnen lufttrocken Holz in Raummetern sind, wenn ich Buchenscheide 33 cm nehme, dann sind es, wo habe ich es da, 11,2 Raummeter Buche wären das. So, jetzt ist es aber nicht so, dass wir den Wald für Brennholz ausräubern wollen. Obwohl wir am Anfang ja schon überlegt haben, ob wir uns privat ein Stück Wald kaufen für genau das. Aber der Wald ist natürlich Lieferant für Rohstoffe, für Holzrohstoffe. Und ich liebe auch alle möglichen Sachen aus Holz. Möbel, Bänke, Tische, Regale, der Fußboden. Aber auch so viele andere Produkte haben Holz als Basisrohstoff. Zum Beispiel Klopapier, Papier und euch fällt bestimmt noch mehr ein. Die Fußgänger wollen mir auch am liebsten schon zuhören, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Oh, fast wäre gefallen. Und jetzt noch einen Schritt weiter gedacht. Wir nehmen nur die Sägenebenprodukte. Ich habe hier mal eine Grafik vom Deutschen Pellet-Institut aufgezeigt und da ist postuliert, dass ungefähr 40% von einem Baumstamm sind Sägenebenprodukte. Das kann die Krone sein, Äste, aber wie ihr seht natürlich die Schwarten und die Abschnitte, die man hat. Da sind wir dann quasi nicht mehr beim Scheitholz, sondern da sind wir dann eher bei Holzhackschnitzeln oder auch bei Holzpellets. Aber das ist ja genauso gut auch ein CO2-neutraler Brennstoff, zumindest wenn wir an nachhaltige Waldwirtschaft denken, so wie wir sie in Deutschland eben betreiben. Und wenn wir da 40% nur haben, was heißt nur, ich finde 40% Sägenebenprodukte vom einen Stamm ist schon viel, aber das ist halt ein Naturprodukt, was quasi auch nicht immer schnurstracks gerade wächst. Dann können wir die 40% natürlich umrechnen auf unsere 0,8 Hektar, die wir eben haben. Und dann komme ich zum Ergebnis, wir brauchen 2 Hektar Wald, um nur mit den Sägenebenprodukten unser 20.000 Kilowattstunden wärmebedarfsbrauchendes Haus zu heizen. Und ich finde, das ist eine richtig geile Zahl. Ich hätte nicht gedacht, dass das so wenig ist, dass der Wald so viel leisten kann. Und im Folgevideo möchte ich mit euch die Überschlagsrechnung machen. Wie viele Menschen könnten sich nachhaltig aus dem deutschen Wald mit Holzwärme versorgen lassen?
Das wäre doch cool, ne? Das Video, sobald es fertig ist, es wird nur noch wenige Tage dauern, verlinke ich euch da. Falls das noch nicht erscheint, empfehle ich euch ganz stark dieses Video. Das ist für euch bestimmt auch super spannend. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr das gut fandet. Und rechnet bitte nach. Ich habe die Rechnung mehrfach nachgerechnet und durchdacht. Ich glaube, es ist alles richtig, aber vielleicht mache ich auch mal einen Fehler. Also, macht's gut, euer Dr. Bene. Wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Video.